Schlag bei Fox, wie der Privatsender dem Medienmagazin, der WDL, mitteilte, wird im kommenden Herbst keine neue Staffel der beliebten Kochshow, Grill den Profi, mehr produziert. Es sollen noch drei Sommerspezials abgedreht werden, danach ist nach Angaben eines Sendersprechers erst einmal Schluss. Von den derzeit etatmäßigen Profiköchen Aligün Görmüz, 41, Roland Trettl, 46, und Nelson Müller, 39, wird letzterer bei den derzeit noch ausstehenden drei Folgen außerdem nicht mehr zur Verfügung stehen. Wer seinen Platz kurzfristig einnehmen wird, steht noch nicht fest. Ein komplettes Ende der Show ist mit der Entscheidung allerdings noch lange nicht besiegelt. Man wolle auch in Zukunft an der Marke, Grill den Profi, festhalten. Grill den Profi, ist seit Ende 2017 die Nachfolgesendung von, Grill den Hänsler, das 2013 aus dem Erfolgsformat, die Kocharena, herausentwickelt wurde. Insgesamt wurden bereits mehr als 160 Folgen ausgestrahlt. Nach dem Abschied von Stefan Hänsler, 45, im vergangenen Jahr sanken die Einschaltquoten deutlich ab, stabilisierten sich zuletzt allerdings wieder. Das Konzept besteht schon immer daraus, mehrere Promis in einzelnen Gängen gegen berühmte Fernsehköche antreten zu lassen. Die Entscheidung, welches Essen leckerer war, obliegt einer strengen Jury, der seit Beginn der Sendung auch der ehemalige Fußballmanager und Feinschmecker Rainer Kallmund, 69, angehört.